Ich freue mich jetzt aber auf ein weiteres Debüt hier in Halleluja, und zwar das von meiner geschätzten Kollegin Celine Behringer. Auch sie war gestern mit dabei bei der Pressekonferenz zum Fame Fighting Event am 4. November und bringt uns auf Stand. Genau, ich freue mich. Ich darf Ihnen erklären, was ist überhaupt dieses Fame Fighting? Liebe Zuschauer, das ist das neue Promi-Boxen, das Sie sich unbedingt am 4.11. bei uns bei Bild Plus über unseren Livestream geben müssen. Warum? Darum. Die Crème de la Crème, the Trash, Influencer und Reality-Business hat sich für Sie zusammengefercht und ist für Sie bereit, sich ordentlich Ehen auf die Möppe zu geben. Wir haben hier 18 Kämpferinnen und Kämpfer, und mit André haben wir hier gerade schon gequatscht, den haben wir hier drüben einmal. Er wird kämpfen gegen Sebastian Panik. Das große Bachelor-Duell, da freue ich mich sehr drauf. Tschüss Rosen, hallo Boxhandschuhe an dieser Stelle. Und zu verdanken haben wir den ganzen Spaß ihm hier, Eugen Lopez. Das ist der Veranstalter, er ist selbst auch ein Reality-Sternchen, Influencer ist er auch. Und hier Videobeweis haben wir, ne? Ein leidenschaftlicher Fighter. Wir können das also so zusammenfassen. Dieser Mann kennt beide Welten. Dieser Mann weiß, was er tut. Und dieser Mann ist deshalb auch absolut dazu berechtigt, alle Kampfpaare sich auszusuchen. Und ich habe mir jetzt mal, weil ich mich als diese Frau auch dazu berechtigt fühle, drei Paare ausgesucht für Sie, die ich am allerspannendsten finde. Die gehen wir jetzt mal ganz schnell durch. Einmal hier. Alex Petrovic, Sommerhaus Alex Petrovic gegen Temptation Diogo Sangre. Das wird der Hauptkampf, weil schwerste Gewichtsklasse. Beide sind so ein bisschen Badboy-mäßig am Start, muss man sagen. Wobei Alex gerade, der ist ja aktuell im Sommerhaus, einen kleinen Imagewandel genießen darf. Aber egal mal wie, die zwei nehmen das Training sehr, sehr ernst. Sie haben tolle Trainer, die ich kennengelernt habe. Also das ist echt tippitoppi. Und Muskeln werden auf Tattoos prallen. Und auf echten Beef. Wegen ihr. Christina Dimitriou haben wir hier in der Mitte. Und Christina ist die Ex von Alex. Er hat sie in der TV-Show Temptation Island VIP vor laufenden Kameras betrogen. Und Christina ist auch die Kumpeline von Diogo. Und Diogo, der findet das alles kacke, was der Alex da gemacht hat. Und deshalb haben die beiden auch einen wirklich echten, schweren Streit. Besonders für diesen Hauptkampf ist auch zu wissen, die beiden werden 5 Runden statt 3 kämpfen, was als Amateure sehr, sehr krass sein soll. Soll ziemlich dolle sein, habe ich mir sagen lassen. Denn an dieser Stelle auch nochmal, alle Kämpfer, die da in den Ring steigen werden, sind Amateure, trainieren wirklich für sie, für Fame Fighting. So, großes Looky-Looky jetzt. 10 von 10 Girls haben wir da, oder? Julia Römmelt gegen Alexa Breit. Und ja, ich glaube, Julia Römmelt kennt der ein oder andere von Ihnen, ne? Playmate des Jahres 2021. Also Knallerkurven, aber können Sie auch knallhart austeilen? Ich finde die beiden sehr spannend. Hallo. Da kann man nicht weggucken. Aber doch mal, ich finde die beiden auf jeden Fall sehr spannend, nicht weil sie Streit haben, dafür viele Vergleichsmöglichkeiten. Beide haben exakt 1,3 Millionen Follower gerade, beide arbeiten für OnlyFans, beide sind blond und ey, beide sind auch verdammt mutig, weil steig mal in den Boxring, wenn du dein ganzes Geld mit dem hier allen verdienst, ne? I like, da freue ich mich sehr drauf. Und jetzt kommen wir zu der Verpaarung, über die ganz Deutschland spricht und sehr heiß diskutiert. Oh mein Gott, das ist Drama. Gigi Birofiu gegen Jan Kaplan. Jan sagt, Gigi hat ihn im Sommerhaus geschlagen. Gigi sagt, das war kein richtiger Schlag. This escalated completely im Internet. Es gibt 12.000 Kommentare, es gibt 12.000 Meinungen. Und ich sage Ihnen, es ist ein permanentes Hin und Her an Beleidigungen, an Aufforderungen, an Aussagen. Plus Jan, der sich gewünscht hat, 5 Runden gegen Gigi zu kämpfen, damit auch den Hauptkampf zu bekommen. Gigi will das nicht. Jan hat jetzt ganz aktuell die Pressekonferenz verlassen, was auch sehr spannend war, weil seine Freundin danach eine Insta-Story hochgeladen hat, wo sie erzählt, der Jan wird nicht kämpfen. Der ist jetzt raus. Ob so sein wird, wir können es zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Es wäre aber krass, wenn Jan tatsächlich abspringt. Denn A, hat er einen Vertrag unterschrieben. Und B, wie wir es hier auch sehen, trainiert er auch sehr, sehr viel, seit sehr vielen Wochen. Also es wäre wirklich schade.
Nur eines kann ich Ihnen versprechen, das verspricht Eugen, der Veranstalter. Der sagt, Gigi wird auf jeden Fall kämpfen. Gegen wen? Das werden wir noch sehen. Aber es ist wild, oder? Es ist wahnsinnig. Famefighting ist einfach nur wild. Und hier möchte ich Ihnen auch kurz sagen, ich bin ein kleines Fangirl und das finde ich am allerwildesten. Ich habe nämlich herausbekommen, wer Famefighting auch noch anschauen wird. Es geht bis nach L.A. Bill und Tom Kaulitz. Schauen Sie mal rein. Wir können auch gerne mal einen Krafttest machen. Naja. Bin ich bereit für. Da würde ich. Wir können ja beim Promi-Boxen mitmachen. Das fängt jetzt an. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da wolltest du uns doch sowieso anmelden. Dass ich dir mal richtig eine reingongen kann. Richtig mal richtig eine drüber gongen. Ja. Warum werden wir da eigentlich nicht so eingeladen? Wir haben doch gesagt, wir würden das machen. Ja, Leute. Weil die das umsonst machen, die da sind. Na, meinst du? Nur für Sendezeit. Mhm. Ja, gut. Du würdest auch für die Sendezeit machen. Nee, ein Hoch auf die Sendezeit, oder? Wir sehen uns am 4.11. und ich gebe zurück. Ich freue mich.